als Schädling abgestempelt. Als Schädling abgestempelt. Als Schädling abgestempelt. Ein Spannungsfeld schaffen. Und die Wildtiere sind mitten in dem Spannungsfeld zur Zielscheibe geworden. Zur Zielscheibe geworden. Zur Zielscheibe. Und es muss wohl möglich sein, dass wir Menschen akzeptieren. Akzeptieren, akzeptieren. Die Notwendigkeit für die Rotwildfütterung ergibt sich aus der Tatsache, dass wir in den letzten 100 Jahren oder 200 Jahren zusehend die natürlichen Lebensräume besiedelt und bewirtschaftet haben und damit die Überwinterungsstrategien des Rotwilds zunichte gemacht haben. Der Mensch hat durch seine intensive Landschaftsnutzung ein Spannungsfeld erzeugt. Und mitten im Fadenkreuz dieses Spannungsfeldes ist jetzt das Wildtier gelandet, als Schädling abgestempelt. Zusätzlich wird das Konfliktpotenzial eines Pflanzenfressers im Wald noch dadurch gesteigert, dass die Forstwirtschaft sich neue Betriebsziele gesetzt hat. Das heißt, der Wald als eine Lebensgemeinschaft zwischen Pflanzen, Tieren und dem Boden wird reduziert auf eine Betriebsstätte zur Holzproduktion. Und jede Beeinflussung durch einen Pflanzenfresser wird sofort als Schaden definiert. Und daraus ergibt sich dann das Leichteste, das man natürlich tun kann. Man sagt, ja gut, dann entfernen wir den Pflanzenfresser. Das ist aber ökologisch ein Desaster. Es muss wohl möglich sein, dass wir Menschen akzeptieren, dass wir über einige Monate im Jahr den Tieren zumindest teilweise artgerechte Überwinterungsbedingungen schaffen, indem sie sich in großen Rudeln über Winter bringen können. Das Rotwild existiert stammesgeschichtlich gesehen seit 20 Millionen Jahren auf der Erde. Wir Menschen hingegen erst 700.000 Jahre. Und es ist unsere Verpflichtung, dass wir einer Tierart, die es schon so lange gibt, das Überleben sichern und nicht die Lebensberechtigung absprechen. Spätwinter, wenn die ersten grünen Grasal auf die Berghänge oben herauskommen, dann kommen die binnen einer Woche nicht mehr zur Fütterung. Dann haben sie genug von mir,
dann haben sie genug von ihren Artgenossen auf dem kleinen Platz und dann gehen sie wieder ihre Wege und kommen erst wieder im nächsten Winter.